Mein Name ist Christoph Mende, ich bin vom BSA Bruck an der Mur. Wir veranstalten heute diesen Podiumsdiskussionsabend zum Thema Jugendarbeit Zukunft. Wir freuen uns, dass wir sehr interessante und kompetente Podiumsdiskussionspartnerinnen einladen konnten und sind sehr gespannt, welche Ergebnisse zum Thema Jugendarbeit die Diskussion ergeben wird. Die Frage ist, warum möglicherweise manche Betriebe wenig Lehrlinge finden, keine Lehrlinge finden. Andererseits besteht die Ausbildungspflicht bis 18 und es gibt auch einige junge Leute, die Unterstützungsprogramme brauchen, um Lehrplätze zu bekommen. Vielleicht findet man doch die eine oder andere Antwort auf die Frage, was kann die Stadt tun, die Gemeinde tun, um Betriebe und Jugendliche dabei zu unterstützen, zueinander zu finden. Also mein Name ist Obergruber Jörg. Ich bin Rechtsschutzsekretär der Arbeiterkammer in der Außenstelle in Leoben. Bin unter anderem in der täglichen Beratungspraxis und sprechen Lehrlinge mit ihren Problemen aus den verschiedenen Lehrberufen bei mir vor. Und wir versuchen dann als Arbeiterkammer da eben eine Lösungshilfe dem Lehrling zu geben. Mein Name ist Karin Rittmann, ich bin Lehrlingsbeauftragte der Firma Noiskes Krog und ich darf bei dieser Veranstaltung heute die Thematik Jugend und Arbeit aus der Sicht der Arbeitgeber unterstützen oder darstellen. Jugendliche für Lehrberufe zu begeistern, zu faszinieren, ist ein bisschen schwierig manchmal und ja, wir geben da unser Bestes und ich glaube, dass wir auf einem sehr guten Niveau sind. Mein Name ist Elke Lambauer, ich bin von der Koordinierungsstelle Ausbildung bis 18 in der Steiermark, die im Auftrag vom Sozialministerium Service, das die zuständige Behörde ist, was die Umsetzung der Ausbildungsverpflichtung betrifft, sind wir beauftragt, bei nicht hoheitlichen Aufgaben die Behörde zu unterstützen. Es gibt in Österreich seit 2017 eine Ausbildungspflicht, bis dato haben wir nur eine 9-jährige Schulpflicht gehabt. Österreich ist mit den neuen Pflichtschuljahren im sehr niedrig gehalten und deshalb hat man eben die Ausbildungsverpflichtung eingeführt und das bedeutet, dass alle Jugendlichen eben nach Beendigung der Schulpflicht eben noch weiter eine Ausbildung machen müssen, entweder ein weiterer Schulbesuch oder eine Lehre absolvieren. Und unser Anliegen ist natürlich zum einen, und da merken wir wirklich schon viel Erfolg, eben dass dieses Wissen darüber, dass Jugendliche seit 3 Jahren in Österreich jetzt auch ausbildungsverpflichtet sind, dass das im Sakt bei den Betroffene sind Eltern, Erziehungsberechtigte, Jugendliche selbst, aber auch Betriebe, Unternehmen. Und das andere ist natürlich, uns beschäftigt in unserer Arbeit, wie kann man Ausbildung attraktiv machen, wie kann man auch Jugendliche dabei unterstützen, dass sie das Richtige finden, so unter dem Motto, ohne Sinngebung keine Hingebung, weil es da ganz klar ist, wenn man in was einen Sinn sieht, dann wird man das sehr konsequent verfolgen und deshalb sind wir eben heute auch da, um dann mit allen Beteiligten auch die Schnittstellen zu beackern und zu schauen, wie kann man sie dann noch weiterentwickeln. Mein Name ist Philipp Krzyzic und ich bin der stellvertretende Landesschulsprecher für die Berufsschulen. Ich befinde mich heute hier in der Macherei in Bruckmur und nehme an der Podiumsdiskussion teil, wo wir heute die Themenbereiche Arbeit, Jugend und Zukunft besprechen werden. Und ich nehme heute als Jugendvertreter und Lehrlingsvertreter teil.